Warum kann es nicht immer so sein? Das kann es doch. Was ist mit Rebecca? Die gehört nicht dazu. Ich will ein Kind mit dir. Steht man mit dem Rücken zur Wand, ist der Blickwinkel naturgemäß eingeschränkt. Man muss also zusehen, wie man da wieder wegkommt, um sich den richtigen Überblick zu verschaffen. Doch gibt es überhaupt ein richtig oder falsch? Liegt die Wahrheit nicht immer im Auge des Betrachters? Ja, das wird in deinem Alter aber auch langsam zum Blowjob. Alles Gute, Schwester. Wie alt sind Sie denn geworden? Sowas fragt man keine Dame. Ich sehe keine. Gratulier, lieber. Das ist von Kahn und mir. Er musste leider schon in die Klinik. Danke. Das ist von Pam und mir. Und Gundula und Opa. Max, wie süß. Aha. Oh, wow, eine Reise nach Amsterdam. Ja, zu Pam. Damit ihr Pam besuchen könnt. Die konnte ja leider nicht kommen. Super, danke schön. Ich habe auch noch was für dich. Wo denn? Wahrscheinlich Luft und Liebe. Eine Entführung. Heute Abend. Aha, du machst es ja spannend. Ja, so ist er. Und wie lange bleibt die noch hier? Nur für ein paar Tage, bis ihre Mutter aus Berlin wiederkommt. Und die hat auch einen Namen. Und sie? Ich heiße immer noch Volker. Ich meine, wie lange sie noch hier bleiben. Max, bitte, nicht an meinem Geburtstag. Komm, Wally, jetzt pack doch mal aus. Gefallen dir? Super, ja, danke schön. Komm. Einmal anziehen. Ah, du sollst ein bisschen eine Torte. Weißt du, dass ich mich die ganze Zeit frage, ob es nicht sinnvoller wäre, Dr. Klein durch eine handfeste Intrige zu Fall zu bringen? Bernd. Dass sie mir ihren Posten freiwillig gibt, das klappt nie. Ja? Ich warte, bis ich schwarz werde. Dann würdest du ja wenigstens optisch besser zu dieser Frau Obongo passen. Wie kommst du jetzt auf die? Ich habe den Eindruck, dass sie dir gefällt. Das funktioniert eh nicht, Mutter. Sie hält mich für einen Rassisten. Dich? Ja. Und dich übrigens auch, Mutter. Wie sollte ich wissen, dass sie kein Flüchtling ist? Wie machen wir jetzt weiter den Plan? Mit Dr. Klein? Sie sollte keinen Verdacht schöpfen und dir ihren Posten gerne geben. Also sei nett zu ihr. Das glaubt ihr mir nie. So viel ich weiß, hat sie heute Geburtstag. Lass dir was Originelles einfallen. Was ist das denn? Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz tollen Tag. Haben Sie irgendwas genommen? Sie haben doch heute Geburtstag. Ja, das schon, aber deswegen hätten Sie sich jetzt nicht so in Unkosten stürzen müssen. Oh. Die Dinger sind ganz, ganz billig und werden in Indien von ganz, ganz kleinen Kinderhänden hergestellt und dann von Ausbeutern gekauft. Na ja, hat ja auch sein Gutes, ne? Da spart man sich das Wasser. Hm. Ich wusste, das funktioniert nicht. Sagen Sie, sind Sie eigentlich bei der Diabetesstudie dabei? Ja. Super. Scheint ja die Einzige zu sein, die nie mitspielen darf. Fragen Sie doch Professor Gül. Die hat mich ja ausgeschlossen. Vielleicht liegt es ja daran, dass Anästhesisten keine richtigen Ärzte sind. Oh, Scheißwitz. War ja auch keiner. Morgen. Darf ich mal was fragen? Ja, bitte. Liegt es eigentlich an mir, dass Frau Haller bei der Diabetesstudie nicht dabei ist? Inwiefern? Damit wir nicht zu viel Zeit miteinander verbringen. Überschätzen Sie sich nicht, Dr. Schick.
Emily Hofer, 10 Jahre, wurde bewusstlos in der Schilderlattenkolonie gefunden. Papiere hatte sie bei sich, die Mutter ist informiert. Beim GCS von 6 habe ich sie schutzintubiert. Zucker war bei sage und schreibe 350. Die ersten 10 Einheiten Insulin habe ich über RCV gegeben. Entschuldigung. Hallo. Natascha Hofer ist mein Name. Meine Tochter Emily Hofer soll hier sein. Könnten Sie bitte mal nachschauen? Mhm, Moment. Wir sind dann mal weg. Vermutlich der Klassiker. Entglittener Typ 1 Diabetes. Ich nehme mal das komplette Notfalllabor inklusive HbA1c ab, okay? Okay. Hey! Was haben wir denn da? Finger weg vom Gendarm. Davon hängt ihr Leben ab. She's a big, big girl in a beautiful world, and the world belongs to her. So rich at heart, she takes her time and makes a beautiful start. She's a big, big girl in a beautiful world. With a smile, she turns the table upside down. Wir haben Emily jetzt auf die Intensivstation gelegt. Sie ist aktuell intubiert und wird beatmet. Der Zucker war bei 350. Oh mein Gott. Wie war denn der bisherige Verlauf bei Ihrer Tochter? Diabetes hat sie seit 6 Jahren. Seit 2 muss sie zur Dialyse, die Nieren haben gelitten. Und deshalb wurde ihr der Schaden gelegt? Mhm. Wir dachten anfangs, dass die Blutwäsche nur kurzfristig nötig sein würde. Aber dann war klar, dass sie die Therapie dauerhaft brauchen wird. Ist es denn schon öfter vorgekommen, dass sie ins Koma gefallen ist? Die Zuckereinstellung war von Anfang an kompliziert. Ständig gab es Entgleisungen in alle Richtungen. Ja, in dem Alter mit einem Wachstum ist es nicht immer leicht. Also gut, wir werden sehen, dass wir Emilys Werte wieder in den Griff bekommen, damit sie zumindest ansprechbar ist. Das kann natürlich ein paar Stunden dauern. Ja. Kann ich zu ihr? Natürlich. Was hat sie denn in den Schrebergärten gemacht? Haben Sie da einen Garten? Nein, sie verdient sich dort ein bisschen Taschengeld. Erntet Gemüse bei den Rasen. War ihr schon in Aufregung, weil sie nicht nach Hause gekommen ist? Wir hätten heute einen Dialysetermin gehabt, wissen Sie. Normalerweise kommt sie dann nie zu spät. Sie weiß es, sie weiß, wie wichtig das für sie ist. Wollen Sie denn jetzt hier bleiben oder sollen wir Sie bei der Arbeit anrufen, wenn sie wieder wach ist? Aber ich habe keine Arbeit. Sag mal, du willst dir doch heute keinen Antrag machen, oder? Was für ein Quatsch. Außerdem bin ich ja noch verheiratet. Zieht die jetzt etwa auch noch hier ein? Was? Wenn man vom Teufel spricht. Sibylle, wie geht's deiner Mutter? Was macht Berlin? Ach, du glaubst doch nicht, dass ich irgendetwas von der Stadt zu Gesicht bekomme. Du weißt ja, wie anstrengend meine Mutter sein kann. Naja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wann geht's dir denn besser? Also gesundheitlich? Nett, dass du fragst. Das lässt sich sehr schwer beurteilen. Wie geht es denn, Rebecca? Gut. Das freut mich. Ja, Volker, du, ich muss Schluss machen, meine Mutter. Ich wollte nur sicher gehen, dass Rebecca euch nicht zu sehr belastet. Sonst komme ich natürlich sofort zurück. Nein, alles schön hier. Dann bestelle ich ihr schöne Grüße? Ja, tu das. Und sag ihr, dass ich sie ganz schrecklich vermisse. Tschüss. Wie ich höre, gibt es überhaupt keine Probleme. Was ist los? Es ist zum Kotzen. Harmonie pur. Ja, deswegen bist du ja jetzt da. Hast du noch nie für Streit gesorgt? Ich glaube, die lieben sich wirklich. Ach, papalapap. Mein Vater ist zu wahrer Liebe überhaupt nicht fähig. Wir müssen irgendetwas finden, weshalb Frau Klein auf dich sauer sein könnte. Oder dein Vater auf diesen Max. Über nichts lässt sich trefflicher streiten als über Kinder. Da wird dein Vater zum Tier. Bin ich etwa auch schuld, dass ihr nicht mehr zusammen seid?
Oh, Rebecca, lass uns lieber darüber nachdenken, wo wir ansetzen können. Genauer gesagt, du. Ihr Lieben, wir haben doch heute ein Geburtstagskind unter uns. Ja? Ja. Herzlichen Glückwunsch. So. Danke. Auch erst mal ein Ständchen, Kollegen. Nein, nein, hoch nein, bitte. Oh, nein. Leben. Guck mal jetzt alle. Hoch soll sie leben. Drei mal hoch. Und was haben wir noch, Karl? Achso. Emily Hofer, 10 Jahre. Hyperglykämisches Koma bei bekanntem Diabetes und dialysepflichtiger Niereninsuffizienz. Wurde mit einem GCS von 6 aufgefunden und vom Notarzt intubiert. Erst 10? Unschön. Und wie machen wir weiter? Naja, wir haben den Zucker erstmal deutlich senken können und ich bin bereits dabei, sie vom Beatmungsgerät zu entfernen. Ich hoffe sehr, dass sie keinen neurologischen Schaden davon getragen hat und adäquat wach wird. Ja, außerdem scheint sie keine Eigendiurese zu haben. Also, wir werden wohl nicht drum rumkommen, sie an eine kontinuierliche Dialyse anzuschließen. Das wollen Sie mich fragen, ja? Also, ich glaube, dass es ein wirklich interessanter Fall für die Diabetesstudie ist. Und was meinen Sie, Frau Dr. Klein, als Leiterin dieser Studie? Können wir die Kleine da einschleusen? Ich kann die bisherigen Krankenunterlagen anfordern und dann sehen wir, ob die zum Studiendesign passt und... Wir bräuchten natürlich noch die Zustimmung der Mutter. Ach, Kollegin, Mensch. Ach, bei ihrem Charme. Da kann die doch gar nicht anders. Naja, aber wir sollten Emily erstmal stabilisieren. Nicht wahr, Frau Professor? Sie schaffen das. Ich habe vollstes Vertrauen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Patienten. Fritz Carlo Friedrich. Was die Eltern heutzutage für Namen geben. Ihr Patient, Dr. Schick. Hallo, mein Schatz. Was? Du bist in der Klinik. Dein Zucker war mal wieder zu hoch. Hallo. Hi. Hallo, Emily. Ich bin Dr. Klein. Du bist heute nicht nach Hause gekommen, ha? Du wusstest doch, dass wir Dialyse haben. Du hast mit deiner Krankheit ja ganz schön was durchgemacht, hm? Wir werden versuchen, dich besser einzustellen. Mal wieder. Kenn ich schon. Mhm. Wir haben hier an der Klinik mit einer Diabetesstudie begonnen. Also, wenn Sie damit einverstanden wären, dann könnten wir Emily aufnehmen. Kostet das was? Nein, keine Angst. Das Ganze hätte den Vorteil, dass wir sie engmaschiger überwachen und therapieren können und so vielleicht zu neuen Erkenntnissen kommen. Bin ich denn so eine Art Versuchskaninchen? Also so darfst du das nicht sehen, Emily. Wir wollen einfach nur, dass es dir wieder besser geht. Ja. Machst du eigentlich viel Sport? Ach, ich kann sie kaum bändigen. Nicht wahr? Das ist auch das ganze Problem, weil ständig sind ihre Werte entweder zu hoch oder zu niedrig. Ich kann ja nicht nur rumsitzen. Da hast du recht. Sind Sie eigentlich alleinerziehend? Geschieden. Seitdem muss ich gucken, wo wir bleiben. Zahlt Ihnen Ihr Mann keinen Unterhalt? Wenig. Wahrscheinlich braucht er das Geld für seine neue Familie. Egal. Unterstützt er Sie denn wenigstens bei der Krankheit? Immer seltener. Er ist beruflich sehr eingespannt. Sie müssen aber schon auf sich aufpassen. Ich muss funktionieren. Für Emily. Ich habe sowieso schon ständig Schuldgefühle, weil ich ihr so viel verbieten muss. Dies nicht, ist das nicht, keine Klassenfahrt, kein Kino. Aber ohne Geld, man ist einfach nicht dabei. Aber es geht. Verstehe. Sie hat heute Geburtstag. Ah. Ja. Ach, was für ein Zufall. Ich auch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Was machen Sie heute noch Schönes? Wer lächelt, statt zu toben, ist immer der Stärkere. Na super, das passt ja heute. Was ist denn los? Du, ich werd gedisst und ich weiß nicht warum. Was ist?
bin doch nicht blind, oder? Ich meine, Professor Göhl hat mich doch vorhin in der Ärzterunde ganz offensichtlich auflaufen lassen, oder nicht? Ja, naja. Vielleicht sind Sie auch etwas empfindlich. Ich bin nicht empfindlich. Die Arme. Frau Professor, hätten Sie einen kurzen Moment? Sicher. Ich habe mir überlegt, ich habe hier so viel zu tun. Ich glaube, die Teilnahme an der Diabetesstudie, da kann ich nicht gewährleisten, dass ich hundertprozentig dabei bin. Und das sollte ich doch, oder? Ich dachte, dass dir mehr gelegen ist an deiner Karriere. Karriere ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Ich habe da andere Prioritäten im Leben. Und du denkst, wenn du deinen Platz räumst, könnte ihn Frau Dr. Halle einnehmen, richtig? Zum Beispiel? Wie ritterlich. Nenn es, wie du willst. Aber ich glaube, dass ihr mehr daran liegt als mir. Es ist also ein rein kollegialer Zug. Hättest du dann ein Problem damit, wenn es private Gründe wären? Darauf muss ich nicht antworten. Nein, musst du nicht. Ist es denn aus privaten Gründen? Darauf muss ich nicht antworten. Streich mich einfach aus dem Team und mach damit, was du willst. Du wirst schon das Richtige tun. Hallo. Hey, Becky. Hi. Ja, auch schöne Grüße von deiner Mutter. Und die hat mich heute angerufen. Ach, danke. Probier mal. Hi. Hi, Max. Ein bisschen Kurkuma vielleicht. Mhm. Voll schwul. Was wird das, wenn's fertig ist? Ich entführe Valerie heute Abend zu einem Drei-Gänge-Menü in ein Museum. Und dafür bereiten wir schon alles vor. Wow, hört sich ja toll an. Ja, das nennt man Romantik. Aber vielleicht entwickelt man dafür erst einen Sinn, wenn man volljährig ist, hm? Hast du noch nichts mit Jungs? Oder mit Mädchen? Was bist denn du eigentlich für ein Kasper? Hör gar nicht hin. Nur so übersteht man die Pubertät. Hm. Vielleicht noch eine Prise Zucker. Oder Arsen. Es steht hier. Das haben wir gerade in Chemie. Okay. Ja, wie auch immer. Also ich glaube, dass Valerie den heutigen Abend nie vergessen wird. Danke. Gerne. Na, Emily, du scheinst ja schon wieder etwas fitter zu sein. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Deine Mama hat erzählt, dass du heute Geburtstag hast. Genau wie ich. Und das ist für dich. Ein Geschenk? Mhm, soll ich es mal für dich aufmachen? Ui, die ist ja süß. Dankeschön. Wie alt sind Sie denn geworden? Ich? Ach, man ist so alt, wie man sich fühlt. Dann bin ich ja schon ganz schön alt. Hast du dir denn irgendwas gewünscht? Mm-mm. Aber wenn ich mir was wünschen könnte, dann, dass ich wieder gesund bin. Sag mal, deine Mama hat erzählt, dass du dir im Schrebergarten Taschengeld verdienst. Und wurdest du heute aufgehalten oder hast du einfach nur die Zeit vergessen? Wieso? Du weißt ja, wie wichtig diese Dialyse für dich ist. Das vergisst man ja nicht einfach. Emily? Was ist denn? Mama, sie hat immer nur Sorgen um mich. Sie hat so viel Arbeit mit mir. Und ich wollte, wenn ich... Ich habe es einfach geschehen lassen. Das heißt, du bist absichtlich nicht nach Hause gegangen? Das kann sie doch nicht wollen. Ich meine... Vielleicht denkt Emily, dass sie ihnen zur Last fällt. Alles dreht sich um die Krankheit bei Ihnen und bei ihr. Ja klar, aber ich tue doch alles. Ich tue wirklich alles.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie Ihrer Tochter gegenüber Schuldgefühle haben. Vielleicht ergeht es Emily ähnlich und sie denkt, wenn sie Probleme macht. Probleme? Sie ist das Wichtigste in meinem Leben. Das Wichtigste. Inwiefern reden Sie denn mit Emily über die Krankheit? Was meinen Sie genau? Naja, sie ist seit 2 Jahren auf die Dialyse angewiesen. Und das in ihrem Alter. Es ist absehbar, dass ihr Körper das nicht ewig mitmachen wird. Ich weiß. Sie hat mich schon mal gefragt, ob sie daran sterben kann, aber ich konnte nicht. Natürlich. Sehen Sie eine Chance? Können Sie Ihren Zustand verbessern? Schwierig. Wir könnten Sie natürlich auf die Liste für eine Nierentransplantation setzen, damit sie wenigstens von der Dialyse wegkommt. Aber naja, in ihrem Alter hat sie eigentlich ganz gute Chancen, im Ranking weit nach vorne zu kommen. Ja, ja, ja. Das sind wir bisher nie gelistet worden, weil wir das mit der Zuckereinstellung nicht hinbekommen haben. Die denken doch alle, ich bin zu blöd und kann mich nicht genug um mein Kind kümmern. Schon gar nicht nach einer Transplantation. Das denkt bestimmt keiner. Aber es ist tatsächlich extrem wichtig, dass nach so einem Eingriff alle Untersuchungen regelmäßig wahrgenommen und die Medikamente pünktlich eingenommen werden. Denn sonst ist die Gefahr einer Abstoßung viel zu hoch. Also, wenn das mit den Nieren funktionieren würde, bleibt da noch der Diabetes. Ja, es wäre wichtig, ein passendes Insulinschema zu finden, damit Emily ihrem Bewegungsdrang gerecht wird. Ich kann die Diabetes-Spritzen nicht mehr sehen. Tut einem selbst weh, wenn man sein Kind ständig spritzen. Ja. Das glaube ich Ihnen. Danke. Das ist aber eine sehr gewagte Aktion, Frau Kollegin. Ich weiß, aber es wäre nicht undenkbar, dass es funktionieren könnte. Eine kombinierte Nieren- und Inselzelltransplantation. Herzlichen Glückwunsch. Wir müssen natürlich erstmal einen passenden Spender finden. Sie wissen schon, dass es sich dabei um ein Off-Label-Verfahren handelt. Inselzelltransplantationen sind bei Minderjährigen nicht zugelassen. Kein Mensch weiß, ob das klappen könnte. Ja, wir haben im Kinderbereich sehr viel Off-Label, weil nicht so viel geforscht wird. In der Erwachsenenmedizin ist es natürlich anders. Da gibt es ja zu jedem Thema irgendeine Studie, die dann in der Fachpresse gehypt wird. Und dann springen alle drauf auf das neue Pferd. Es bleibt gewagt. Wir haben mit dieser Studie eine einmalige Chance, für Kinder mit Diabetes eine Lösungsstrategie zu finden. Und wenn das bei Emily klappen würde, dann ist die nicht nur ihren Diabetes los, sondern auch ihre Niereninsuffizienz. Und für Mutter und Tochter würde das ein komplett neues Leben bedeuten. Lehnen Sie aber ganz schön weit aus dem Fenster, Kollege. Sie meinen wohl ich. Schließlich trage ich für das Ganze die Verantwortung, wenn wir es machen. Aber dafür machen wir die Studie auch, oder? Und denken Sie an Ihre Publikation und dieses wissenschaftlich bahnbrechende. Wenn wir Erfolg haben. Das Mädchen hat schon suizidale Tendenzen. Die leidet unter ihrer Krankheit. Ich meine, was ist denn das für ein Leben? Nun gut, dann reden Sie mit der Mutter. Und wenn sie einverstanden ist, dann fragen wir bei Organtrans an. Ja? Ach, Frau Dr. Klein, ich möchte Sie bitten, die ersten 100 Patienten in die Studie einzuschleusen. Ja. Erfassung von Alter, bisherige Therapien, alles Übliche. Und wann brauchen Sie das? Bis morgen. Morgen? Ich weiß, dass Sie heute Geburtstag haben. Ist das ein Problem für Sie? Nein. Schön. Mhm. Sagen Sie, soll ich Ihnen diese Arbeit vielleicht abnehmen? Das würden Sie für mich tun? Warum sind Sie eigentlich heute so nett zu mir? Das bin ich eigentlich immer. Ich werde nur tatsächlich sehr, sehr häufig missverstanden. Ja, gut. Dann legen Sie mir doch bitte alles auf den Tisch, damit ich es morgen früh noch mal durchsehen kann, bevor ich es Professor Gül gebe. Damit Sie alles noch mal kontrollieren können. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser, ich weiß. Kollegin? Das heißt, ich könnte wieder ganz gesund sein? So eine Operation ist natürlich immer ein Risiko, Emily. Aber
Wenn alles gut geht, ja, dann könntest du wieder ganz gesund sein. Und sie wäre die Erste, bei der sowas gemacht wird. Sie haben da noch keine Erkenntnis, ist das richtig? Das ist richtig. Es wäre ein Wagnis. Aber bei volljährigen Patienten wird es schon sehr erfolgreich gemacht. Man gewinnt Inselzellen aus der Bauchspeicheldrüse, transplantiert sie, damit die körpereigene Insulinproduktion wieder gewährleistet ist. Darf ich da mal eine Nacht drüber schlafen? Auch zwei. Das ist ja keine einfache Entscheidung und wir müssen nichts überstürzen. Überlegen Sie es sich ganz in Ruhe. Und wenn ich mir das zum Geburtstag wünsche? Schatz. Bitte, Mama, bitte. Oder hast du Angst? Hat der Abend schon was vor? Nein. Gut. Ich auch nicht. Soll das gerade eine Einladung sein, oder was? Wenn Sie das so sehen wollen. War das ein Ja? Mal sehen. Ich freue mich. Wow. Nimmst du mich so mit? Oh, ich fühle mich gerade ein wenig underdressed. Hier, Max. Bring den beiden mal die zwei Gläser. Boah, was denn? Ist ja schließlich der Geburtstag deiner Mutter. Das hier? Gibst du ihr? Kannst du dir das die paar Schritte merken, Spatzenhirn? Was ist denn da der Unterschied? Tu's einfach. Hier für euch. Max, wie aufmerksam. Welches war jetzt nochmal für dich? Macht das einen Unterschied? Danke. Auf einen wunderschönen Abend. Moment. Die hier musst du noch anlegen. So. Die rechte Hand bitte. Ja. Ich finde es voll blöd, dass du heute Abend einfach abhaust. Ich dachte, wir feiern zusammen. Max, bitte. Wollen wir? Ja. Na dann, viel Spaß. Werden wir haben. Hallo, Mutter. Du hast dir Arbeit mitgebracht? Ja. Arbeit, die eigentlich Dr. Klein machen sollte und auf die Professor Gühl morgen früh sehnsüchtig wartet. Und warum machst du das dann? Sag nicht, sie hat dir einen Posten abgegeben. Nein, Mutter. Sondern? Ich mache das, weil ich ein sehr, sehr netter Kollege bin. Mhm. Ach, Sie kommen doch? Wenn Sie da sind, einfach ganz nach oben. Ich bin auf dem Dach. Gleich ist es überstanden. Achtung und stopp. Jetzt kann ich dir die Binde abnehmen. Und voilà. Das ist unglaublich. Das hast du für mich gemacht. Naja, also das Haus stand vorher schon, aber bei dem Rest hat mir Patrick ein wenig geholfen. Herzlich willkommen. Danke.
Ich bin überwältigt. Das ist einfach. Das ist wahnsinnig schön. Das gefällt dir also? Darf ich bitten? Schachmatt. Ha, ich hab gewonnen. Wie immer. Oder hast du mich gewinnen lassen? Niemals. Glaubst du, dass es zu gefährlich ist? Ich weiß es nicht. Du bist das Wichtigste, was ich habe auf der Welt, das weißt du, oder? Ja, Mama. Na, das ist ja mal originell. Was für ein Ausblick. Doch nichts Besseres vor heute Abend? Yoga auf dem Dach? Super, ich bin vollkommen falsch angezogen. Mach ich, seit ich in Asien war. Wow, hier wohnst du also? Na, zwei Etagen tiefer. Ich hab was zu trinken mitgebracht. Weißwein. Ach, Mist, du trinkst ja gar nichts. Für dich mache ich heute mal eine Ausnahme. Bei der Aussicht. Also, ich meine die Stadt. Manchmal, mitten in der Nacht, hört sich die Stadt an, als wenn sie ein Fluss wäre. Echt? Dafür braucht man natürlich Fantasie. Haben Anästhesisten ja für gewöhnlich nicht. Warum hast du eigentlich meine Einladung angenommen? Warum hast du mich eingeladen? Kann es sein, dass ich dich interessiere? Seit wann duzen wir uns eigentlich? Macht man es auf dem Hausdach. Morgen können wir uns ja wieder sitzen. Ah ja. Voilà. Guten Appetit. Oh, jetzt sag nicht, dass du das auch alles noch gekocht hast. Willst du mich beleidigen? Das ist ein Salat. Ja, ich meine... Ich habe vorher alles probiert. Keine Panik. Also, wenn das mit deiner Malerei mal nicht mehr laufen sollte, kannst du gerne bei mir in der Küche anfangen. Danke. Lass dich mal überraschen, was es noch alles gibt. Guten Appetit. Hat deine Salatkreation auch einen Namen? Ja, sicher. Salat an... Salat an... Timmer, geht's dir nicht gut? Du bist irgendwie total blass. Patrick, wo sind nochmal die Toiletten? Hinterm Elefanten rechts. Oh mein Gott, entschuldige bitte. There are things we can have, but can't keep. So ein lauer Sommerabend ist doch echt das Größte, oder? Probleme scheinen ganz weit weg. Alles relativiert sich. Kann es sein, dass du Probleme magisch anziehst? Tue ich das? Sonst wärst du nicht hier bei mir. Du bist ein Problem? Wie man es nimmt. Wie viele Beziehungen hattest du eigentlich schon? Beziehungen? Na gut, dann Frauen eben. Das willst du nicht wissen. So viele. Und du? Frauen. Ich? Keine. Das ist doch scheißegal. Die Quantität ändert doch nicht die Qualität. Ja, aber die Erfahrung vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe mit Beziehungen irgendwie kein Glück. Woran denkst du? Ich frage mich die ganze Zeit, was die Gülle in letzter Zeit für ein Problem mit mir hat. Ich verstehe es einfach nicht. Weißt du, Luna?
Ich finde, wir sollten ehrlich zueinander sein. Okay. Ich habe eine Zeit als Escort gearbeitet. Und sie war meine Kundin. Jetzt ist sie eifersüchtig auf dich. Das ist alles. Der war gut. Der war echt gut. Ich hätte das fast geglaubt, mein Gott. Ey, was bist du für ein Typ? Bei dir weiß man echt nie, woran man ist. Ich habe euch gestern Abend kommen gehört. Ihr wart ja nicht lang weg. War es nicht schön? Das Museum schon. Ich war etwas indisponiert. Ihnen ging es aber gut? Ja, warum? Nur so. Vielleicht habt ihr was Falsches gegessen. Ja, das kann sein. Zum Essen kamen wir gar nicht. Schade eigentlich. Patrick hatte sich so viel Mühe gegeben. Und du natürlich auch. Das gibt's doch gar nicht. Oh nein. Das ist ja wirklich merkwürdig. Vielleicht hat er ein Virus. Ich werde ihn mal untersuchen. Oberschwester? Papa, bleib hier und setz dich hin. Mir gönnt aber auch keiner einen Spaß. Frau Hofer. Guten Morgen. Sie sehen müde aus. Ich habe die Nacht kein Auge zugekriegt. Ich habe darüber nachgedacht und ich möchte die Transplantation nicht machen. Wenn irgendetwas schief geht, das könnte ich mir nicht verzeihen. Das verstehe ich. Am besten, wir machen so weiter wie bisher, nur halt eben jetzt mit Ihrer Hilfe. Und Emily, was sagt Emily dazu? So eine Entscheidung kann ich ihr nicht überlassen. Dr. Lang? Ah. Guten Morgen. Die Sonne geht auf. Wo sind denn die Tabellen von gestern? Haben Sie es doch nicht geschafft? Die liegen bei Professor Gühl auf dem Tisch. Hätte ich jetzt noch mal vorher bei Ihnen. Das hatte ich Ihnen doch in aller Deutlichkeit gesagt. Aber wieso hätte ich Ihnen auch vertrauen sollen? Was wollen Sie mir eigentlich unterstellen? Frau Dr. Klein. Frau Professor. Ich muss Ihnen erklären... Also so etwas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Wie Sie dezidiert in einer Nacht- und Nebelaktion solch eine Leistung hinlegen können. Respekt, Frau Dr. Klein. Wirklich Respekt. Nun, man muss ja schließlich auch mal loben, nicht wahr? Das war alles korrekt? Ja. Ja, ich glaube, ich muss mich... Bei Ihnen. Hauptsache, den armen kleinen Diabetikerkindern wird geholfen. Emily, was ist denn los? Wo ist denn deine Mama? Toilette. Sie hat gesagt, dass wir diese Operation nicht machen. Ja. Weißt du, deine Mama, die hat einfach zu viel Angst. Das musst du verstehen. Ich will aber nicht, dass das immer so weitergeht. Dass ich immer an solchen beschissenen Maschinen hängen muss. Ich will, dass ich ganz normal leben kann, wie die anderen Kinder aus meiner Schule auch. Ich kann ja sowieso schon kaum was machen. Und ich weiß nicht, warum Mama mir diese Chance nicht geben will. Das ist doch auch meine Entscheidung, oder? Bitte, Mama. Lass es uns versuchen. Vielleicht wird dann alles besser. Bitte. Und, wie war der Abend? Schön. Was denn? Den Gesichtsausdruck habe ich noch nie an dir gesehen. Ich deine aber bei dir auch noch nicht. Schlechte Nachrichten? Nee, alles gut. Sicher? Ja.
Überlegen Sie es sich gut, Herr Dr. Schick. Auf so ein Symposium kommt man nicht alle Tage. Mach ich. Hallo, Frau Haller. Übrigens, wenn Sie wollen, können Sie bei der Studie jetzt doch dabei sein. Aha. Es ist gerade ein Platz frei geworden. Na, das habe ich dann ja wohl Ihnen zu verdanken, oder? Was ist denn das für ein Symposium? Ach, nur ein Wochenende in Hamburg. Irgendwas zum Thema Peritonea-Lavage. Hamburg. Schön, war ich auch schon lange nicht mehr. Da kann ich Ihnen leider nicht den Vortritt lassen. Ich glaube, da will die Chefin mit mir alleine hin. Ich kann nur hoffen, dass alles gut geht. Ja, wir werden unser Bestes geben. Ja. Warum sollten wir nicht auch mal Glück haben? Emily ist ein starkes Mädchen. Sie hat schon so viel geschafft bis hierher. Und wenn alles gut geht, dann können Sie ja auch wieder arbeiten gehen. Und Emily kann vielleicht mit auf die nächste Klassenfahrt. Ich finde Ihre Entscheidung mutig und richtig. Es heißt, die Perspektiven des Lebens erkennt man erst, wenn man auch mal am Boden liegt. Man muss den Mut haben, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, sich darauf einzulassen und vielleicht daraufhin einen anderen Weg einzuschlagen. Max, kannst du mir das bitte mal erklären? Was weiß ich, wie das in mein Zimmer kommt? Wahrscheinlich hat es mir die Tussi runtergeschoben. Ich? Das ist ja wohl ein Witz. Du weißt schon, dass man nicht lügen soll. Außerdem nenn Rebecca nicht Tussi! Ich lüge aber nicht! Was ist denn hier los? Valerie. Die wollen mich fertig machen. Was ist denn passiert? Rebecca hat dieses Abführmittel in Max' Zimmer gefunden. Was hast denn du in Max' Zimmer zu suchen? Ich habe eine Haarspange gesucht. Aus meinem Zimmer kommt immer wieder was weg. Aber willst du jetzt behaupten, dass Max klaut oder was? Was soll denn mit deiner Haarspange? Ist doch lächerlich. Nein, jetzt wollen wir mal sachlich bleiben, ja? Rebecca ist hier nicht das Problem. Ach nein, aber Max. Und wer sagt dir, dass er dir das Abführmittel verabreicht hat? Mein klarer Menschenverstand. Er will mich loswerden. Bitte, jetzt mach dich nicht lächerlich. Ist ja klar, dass sie ihren Sohn in Schutz nimmt. Und du verteidigst mich gar nicht. Rebecca! So, jetzt wollen wir mal eins klarstellen. Wer hat uns den Sekt gebracht? Max. Ha. Neue Horizonte sind immer faszinierend. Das heißt doch nicht, dass und erst recht ihre Überschreitung. Und ich nicht auf meinen Sohn! She's a big, big girl in a beautiful world. And the world belongs to her. So rich at heart, she takes her time and makes a beautiful start. She's a big, big girl.